Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem News- und Feiertagsvideo. Hallo, Swadika. Wie immer, wir haben alles reingepackt, was wir finden konnten, was interessant, spannend und neu ist aus Thailand, aus Pattaya, was für Urlauber, was lokal interessant ist. Und all diese Dinge zeigen wir euch und erklären wir euch hier am wilden Bongamart Beach in Pattaya Naklur. Lohnt sich, mit uns mitzukommen. Wir freuen uns, es wird spannend. Lass uns zum Anfang des Videos mal einen Zuschauer von uns grüßen und ihm herzliche Glückwünsche zum Geburtstag senden. Weiß, ein Tag oder zwei Tage schon nachträglich. Wir haben dich aber nicht vergessen, Wolfgang. Alle Gute zum Geburtstag, Wolfgang. Genau, Wolfgang, nicht den Kopf hängen lassen. Deine Frau Billy wartet auf dich, dein Haus wartet auf dich. Thailand ist nicht ganz so schwarz, wie es manchmal dargestellt wird, wie sie es manchmal anfühlt. Es geht voran ein bisschen, auch wenn es nur in kleinen Schritten ist. Aber diese kleinen Schritte, hoffen wir mal, dass diese nicht auf dem Hinterteil enden, sondern nur Mond sich hier ordentlich mal langlegt. Übermütig, zu jung noch, genau. Warum du noch mal extra noch mehr? Weil ich heute Abend mich dann um deine blauen Flecken am Hinterteil kümmern muss. Worum wir uns nicht kümmern müssen, das scheint richtig gut zu laufen, sind die Einreisen nach Thailand hier. Man meldet im Moment pro Tag ca. 20.000 Urlauber. Ja, wir wissen, das ist noch ein ganz geringer Prozentsatz von dem, was vor der Situation hier so nach Thailand gereist ist. Aber die Zahlen aus unserer Sicht realistisch. Man sieht auch Bilder vom Flughafen, wo die Leute in großen Dreierreihen anstehen, ins Land einreisen. All diese Geschichten wie Test & Go, Sandbox und so weiter, alles abgeschafft, alles weg. Scheint also das wirklich als Stimulation für den Tourismus gut zu funktionieren. Und ganz wichtig, vielleicht habt ihr es auf dem Vorschaubild schon gesehen, auch diese viel diskutierte Tourismuspauschale wurde jetzt erstmal auf Eis gelegt. Bedeutet nicht, dass sie nicht kommt, aber von ganz oben gab es die Order, vergesst das Thema im Moment mal, wir machen es nicht. Das könnte man überlegen, warum man es nicht macht. Natürlich hätte man alle Fluggesellschaften ins Boot holen müssen, weil das sollte natürlich über den Flugpreis abgerechnet werden. Die Airlines hätten dann mit dem Government hier abrechnen müssen und so weiter. Vielleicht geht das alles nicht so schnell, vielleicht stellen die sich da auch ein bisschen quer. Wer weiß das, aber für uns und für euch als Touristen hier natürlich wieder eine Geschichte, die erstmal weggeschoben ist. Man möchte scheinbar wirklich die Zahlen erstmal nach oben bringen, erstmal schauen, dass man mit dem Angebot, was man heute hat, hier die Leute für Thailand wieder begeistern können. Ist das, was wir in den letzten Monaten ja eigentlich schon gesagt haben. Die Nachbarländer bieten einfach ein besseres Angebot. Ob alles dort so schön ist, kann man geteilter Meinung drüber sein. Aber auf dem Papier sieht es erstmal entspannter aus. Also versucht Thailand hier im Moment die Hürden weiterhin ein bisschen abzubauen, um zu sagen, na, lass uns mal die Leute holen. Es scheint ja auch nicht zu passieren. Genau das ist auch das Stichwort für die Nach-Songkran-Betrachtung. Man hat ja hier, ähnlich wie bei euch in euren Heimatländern, für alle Feiertage, für alle Reisetage riesige Horrorszenarien an die Wand gemalt, was alles passieren könnte, wie schlimm es werden wird und, und. Zum Schluss geht man raus und sagt, ups, gar nichts passiert. Ja. Liegt natürlich nur daran, weil die Leute sich an alle Maßnahmen gehalten haben, an alle Vorgaben ordentlich gehalten haben, genau das gemacht haben, was man ihnen vorgegeben hat. Deswegen sind die Zahlen in allen Richtungen dramatisch am Fallen. Was natürlich auch wieder für uns hier gut ist, die vor Ort sind. Damit könnten auch ein paar Maßnahmen wieder fallen. Ich weiß, böse Zungen würden jetzt behaupten, okay, durch den Wegfall von bestimmten Testmarathon und Testorgien würden die Zahlen auch nach unten gehen. Aber wir sind mal bei der offiziellen Meinung, wie immer, und sagen, dadurch, dass die Leute diszipliniert waren, dadurch, dass die Leute sich an alles halten, hohe Peaksquoten haben, deswegen ist das alles so runter. In dem Zusammenhang beginnt man jetzt auch eine Diskussion, ob man nicht von der Pan in eine Endemie gehen möchte hier in Thailand. In Bangkok wird das sehr, sehr stark diskutiert. Es stand ja mal im Raum der 1. Juli,
Scheint jetzt aber, dass man hier doch einen Zahn zulegen möchte, das deutlich schneller durchziehen möchte, dieses Programm, um dann einfach auch den Leuten hier vor Ort ein paar Erleichterungen mitzugeben. Was hier im Raum steht im Moment, sind solche Dinge wie, dass man vielleicht, das ist nur Diskussion, im Freien nicht mehr maskiert rumlaufen muss, dass man eventuell auf dem Moped im Auto nicht mehr maskiert rumlaufen muss. Solche Dinge werden diskutiert, eventuell natürlich auch dann wieder Anpassungen im Bereich Unterhaltungsindustrie, sprich Öffnungszeiten, welche Angebote darf man haben, wie könnte man dann die Leute wieder ein bisschen dafür motivieren, auch andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, als es bisher möglich ist mit verkürzten Zeiten. Was fällt dir denn dabei ein? Soapy-Massage zum Beispiel. Ja. Das wäre doch was. Warum du why? Habe ich mal in einem Video gesehen. Das wäre, was mich unheimlich interessiert. Ja. Okay, vielleicht passt es nicht mehr ganz in die moderne Zeit. Vielleicht sind Mädchen in Glaskästen mit Nummern an der Brust nicht mehr wirklich up to date. Aber die alten Videos sahen da gut aus. Ja. Aber nur für die Optik und jeder muss dann halt sehen. Aber solche Sachen könnten dann halt gelockert werden, dass man auch diese Dinge wieder machen könnte. Wir sehen es ja jetzt im Moment hier in Pattaya bei uns. Viele, viele Geschäfte versuchen wieder aufzumachen, versuchen wieder einen Boden auf die Füße zu kriegen. Auch hier eine schöne Diskussion wieder zu dem Thema. Wir machen alles richtig, wir halten uns an alle Auflagen. Und da wir uns an alle Auflagen halten, können wir vielleicht auch wieder ein paar Lockerungen in Anspruch nehmen. Also so das Übliche. Kleines Stöckchen, man springt drüber, in der Hoffnung, dass der nächste Stock dann nicht zu hoch sein wird. Muss man anschauen. Offiziell sind 30% der Geschäfte auf dieser Straße mittlerweile geöffnet. Auch hier kann man skeptisch sein, sind das 30% aller Geschäfte, die es dort jemals gegeben hat, oder sind das 30% von den Geschäften, die überhaupt noch in der Lage wären aufzumachen, weil sie zum Beispiel nicht komplett Konkurs sind, weil sie vielleicht nicht komplett abgebrannt, abgerissen oder wie auch immer sind. Da muss einiges noch passieren. Da diskutiert man aber fleißig hier in Pattaya. Und vor allen Dingen möchte man auch hier unbedingt in der nächsten Zeit die Öffnungszeiten verlängern für diese Lokale, für diese Restaurants. Dass man sagt, ja okay, im Moment geht es natürlich bis 0 Uhr, 24 Uhr, je nachdem wie man es ausdrücken möchte, darf man offiziell offen haben. Jetzt wird diskutiert, ob man das nicht bis 3 Uhr offen machen kann. Dazu bräuchte es natürlich noch deutlich mehr Urlauber, weil jeden Tag die drei Hansel, die in die Stadt kommen, können nicht bis 3 Uhr morgens dort feiern, Geld ausgeben, sondern es müsste hier wieder auf eine Rotation kommen. Heute der, morgen der Nächste, übermorgen der Nächste. Wenn man hier so ein bisschen durch die Straßen läuft, sind die ganzen Restaurants, wie sie immer noch heißen, noch nicht so perfekt besucht, aber das könnte sich natürlich dann ändern, wenn man sagt, na gut, bis 3 Uhr offen, dazu hohe Touristeneinreisen, dann könnte auch dieser Bereich für Thailand wieder an Fahrt aufnehmen. Wann das so ist, wann es so kommt, werdet ihr bei uns auf dem Kanal erfahren. Wir halten unsere Ohren und Augen natürlich zu all diesen Themen offen. Im Moment alles Ankündigung, alles Spekulation. Einzig, was greifbar ist, 300 Thai Baht erstmal ausgesetzt und ansonsten alle anderen Einreiseprogramme haben nach wie vor Bestand. Keine weitere Diskussion zu dem Thema. Finden wir gut. Ein bisschen Ruhe in das Thema reinbringen. Irgendwann wird vielleicht auch der Thai Pass und die Versicherung wegfallen. Weiß man noch nicht ganz genau. Aber zumindest im Moment mal Ruhe zu all diesen Themen nach vielen Monaten Diskussionen, ständigen Änderungen und so weiter. Thank you.
Wie wir es am Anfang von dem Video schon gesagt haben, wir haben natürlich heute noch Feiertag. Yeah. Wer es ganz genau wissen möchte, hat was mit der Krönung zu tun, eines der obersten Leute hier in Thailand. Und da sind natürlich die Leute von der Arbeit befreit, sind hier immer noch in den Ferien. Man hat das jetzt wirklich sehr, sehr schön hier ausgenutzt. Langes Wochenende. Den Dienstag haben die meisten sich wahrscheinlich ohnehin irgendwie freigenommen oder frei bekommen. Und heute am Mittwoch immer noch freier Tag. Und man sieht natürlich gleich, gut besucht hier, nicht überlaufen, aber gut besucht. Ja, noch viel Thai-Leute und noch Urlaub, ne? Genau so ist das. Die sind also noch hier, haben also auch hier die Hotels in Beschlag genommen, sitzen hier am Vormittag schon in den Restaurants, sitzen auch hier mit ihren Kindern, spielen im Sand, spielen am Strand, machen ihre Millionen Fotos, wie wir das auch alles schon so oft gesagt haben. Allerdings, kleinen faden Beigeschmack, es wurde auch hier kontrolliert, weil immer wieder bei uns in den Kommentaren oder Diskussionen auftauchen, wie sieht es denn mit der Maskierung draußen aus und so weiter, hatten wir auch schon so oft drüber gesprochen. Surprise, am helllichten Tag, heute hier, obwohl, weil viele Touristen wahrscheinlich da waren, gleich mal eine kleine uniformierte Truppe hier angetreten und hat mal die Leute freundlich darauf hingewiesen, dass das alles hier seine Ordnung haben muss. Wir hatten jetzt nicht das Gefühl, dass es hier massiv überlaufen ist. Kleinere Grüppchen, ja, aber dass man hier da einschreiten müssen. Aber muss man mit leben. Wir denken uns unseren Teil, wir erklären es euch kurz. In der Regel passiert hier bei dem Thema auch nichts. Man wird freundlich mal ermahnt und dann ist die Sache eigentlich schon erledigt hier. Und dann hat man wieder seine Ruhe. Oder setzt sich halt in diese Restaurants bei den Stühlen dorthin, dann ist das Thema sowieso erledigt. Und wir schauen hier noch ein bisschen über den, wie ich schon gesagt habe, wilden Wonga Mat Beach. Heute ist hier auch sehr viel Ebbe und man sieht dann mal richtig gut, wo man eigentlich normalerweise schwimmen tut. Also welchen Untergrund hat das? Wir mögen diesen Strand ja hier sehr. Yeah. Er ist von der Natur her sehr, sehr schön. Er macht sehr, sehr schöne Bilder produzieren für Videos und für Fotos und so weiter. Allerdings, wie gesagt, zum Schwimmen sehr, sehr, sehr gefährlich. Nur mit Gummischuhen, weil alles, was ihr jetzt hier freigelegt seht, ist normalerweise 1,50 Meter, 2 Meter mit Wasser gefüllt. Und dann schwimmt man da oben drüber. Wir waren letztes Mal im Schwimming, ne? Wir waren hier schon öfter zum Schwimmen, zum Tauchen. Und zum Tauchen nicht, aber zum Schnorcheln halt. Weil es halt einigermaßen auch unter Wasser, Natur hätte ich beinahe gesagt, gibt. Aber es gibt immer was anzuschauen. Und dann weiß man endlich mal, wo man sich seine Füße kaputt gemacht hat. Ja. Mot fragt mich mal, wo habe ich diese Narbe dort her am rechten Schienbein? Ja. Geht nicht weg. Sieht aus wie von einer riesigen Qualle gebissen, ist aber wirklich nur abgeschrammt an diesen Muscheln hier. Ja. Und hier sieht man mal ganz genau und richtig schön, was eigentlich unter der Wasseroberfläche verborgen ist. Mhm. Ich habe ja auch so einen ganz, mein Lieblingsspot hier, wo ich gerne zum Schnorcheln hingehe. Warum? Weil dort ein paar Fische sind. Und ich hatte immer so das Gefühl, so nach 20, 30 Metern kommt wie so eine große Mauer, wie so eine Wand. Ne? Da geht es nicht weiter. Ja. Aber heute beim Flachwasser haben wir mal gesehen, ups, nach der Wand kommt gleich nochmal das nächste Geröllfeld hier. Das heißt, selbst wenn ich darüber geschwommen wäre oder drumherum geschwommen wäre, ich wäre auch nicht weitergekommommen, weil die nächste Geröllwand, Steine, muschelbewachsene Kliffecke hier gleich wieder da ist. Und das macht es natürlich hier sehr, sehr, sehr schwierig, an normalen Tagen, wo das Wasser nicht weg ist, hier reinzuspringen. Alles nur mit Schuhe. Ja. Es gibt Abschnitte, die sehen relativ gut aus, die sind mit sehr viel Sand. Könnte man sich zum Beispiel im Video mal langsam anschauen und in diese Stellen sich markieren und sagen, okay, gegenüber von dem Hotel, gegenüber von dem Resort geht es hier ein bisschen. Aber hier zum Beispiel, das ist mein Felsen, der normalerweise komplett unter Wasser ist und nur das obere Stückchen, das schaut ein bisschen raus. Ja. Und da gibt es sehr, sehr viele und auch schon größere Fische, die man sich anschauen kann. Mhm. Aber wenn man sieht, wenn man hier rum ist, dann kommen gleich die nächsten Steine, dann sind gleich die nächsten Dinge, wo man sich den Kopf, die Füße und alles Mögliche kaputt machen kann. Also hier sehr, sehr vorsichtig sein. Das Schöne ist, es wird abgelöst immer durch so ein bisschen sandige Stellen, wird aber auch von den Hotels und von den Resorts oft mit großen Schildern schon mal darauf hingewiesen, bitte nicht ins Wasser rennen, nicht ins Wasser springen, könnte mit einer Beule oder schlimmsten Fall mit einer blutigen Wunde hier enden. Nicht ungefährlich dieser Strand. Von der Optik her, für mich
der schönste Strand, den wir hier in Pattaya haben. Vom Erlebnis fürs Schwimmen, fürs Baden sind die wahrscheinlich in Jomtien oben besser geeignet, weil dort gibt es keine Steine, gibt es keine scharfen Muscheln, einfach nur Sand. Bis 100 Meter, 200 Meter weiter kommt man ja ohnehin meistens nicht rein. Aber hier ist schon, ja, gewöhnungsbedürftig, aber halt für ein Video, für ein Foto. Ihr habt ja auch gesehen vorhin, wie viele von den Mädels und Jungs sich hier Fotos machen und so weiter. Optimale Kulisse, sehr, sehr schön. Hat sehr viele Leute, die auch Muscheln suchen, die kleine Krebse suchen und so weiter, jetzt wo das Wasser ein bisschen weg ist. Also wenn man sowas wilde Natur in Anführungsstrichen ziemlich nah an der Stadt erleben möchte, ist das hier ein richtig guter Spot. Will man nur ein bisschen liegen am Strand, sollte man halt dort auch liegen bleiben und vorsichtig mit den Füßen sein. Zum richtig Schwimmen ist es nicht wirklich geeignet. Hatten wir aber auch schon so oft gesagt in unseren Videos. Aber wir sind ja heute auf den Naturpfad unterwegs, ja, genau, dass wir uns hier alles nochmal ein bisschen im seichten Wasser anschauen können. Liebe Zuschauer, das soll es schon für dieses Video gewesen sein. Wenn ihr die Informationen erhalten habt, die ihr erhalten wolltet, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn euch unser Konzept gefällt, abonniert gerne den Kanal. Folgt uns auch auf Instagram für alle Sachen, die wir hier nicht posten können. Oder wie letztes Mal so ein paar kleine Behind-the-Scenes-Filme und so weiter. Macht Spaß und lohnt sich. Dann sagen wir danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Zeit. Tschüss, bis morgen. Tschüss.